Kassierer, ihr seid ja schon fleißig, wie ich sehe. Oh, was schön. Ja, war die Frau Petra Hoppner schon da? Unsere Bezirksleiterin? Noch nicht. Okay, dann bringe ich jetzt mal eben meine Tasche dahin und dann lege ich auch los. Ja? Ach, meine Kundin ist schon da. Oh, wei, dann mache ich jetzt schnell, ja? Hallo, entschuldige bitte, dass ich ein paar Minuten zu spät bin. Ja, das ist so herrlich draußen, die Sonne scheint und es ist super mild draußen. Ja, da musste ich mich mal ganz kurz auf eine Bank setzen und mein Gesicht in die Sonne halten. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Es sind nur 5 Minuten, das stimmt, ja. Geht's dir denn gut, Liebe? Ja? Ja, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, bei den langen Haaren, genau, da braucht man nicht so oft. Ich schummel da auch schon mal. Ja, genau. Sag mal, möchtest du was trinken? Ein Wasser. Okay, ich hol dir mal eben eins, ja? Hier auf dem kleinen Tisch, okay? Hast du es denn bequem? Was möchtest du denn, dass ich bei dir mache? Oh, schön. Die Sendung habe ich auch gesehen im Fernsehen, wo sie die Damen und Herren von der Einkaufsstraße geholt haben und die komplett verändert haben. Die junge Frau mit den langen Haaren. Ja, die hatte nachher so einen schönen Bob, so hinten ein bisschen angeschnitten und fransig im Nacken und nach vorne länger werdend. Das sah total pfiffig aus. Ich darf mal. Das hättest du jetzt auch gerne. Also das würde super funktionieren, weil du hast ja eh jetzt dein Pony auf einer Länge. Wunderbar. Gerne. Dann würde ich, bevor wir loslegen mit dem Waschen, gerne mal eben das Fenster aufmachen, ja? Es ist so schön. Die Vögelchen zwitschern. So toll und vergnügt. Ach, herrlich. Alles riecht nach Frühling und schaut aus nach Frühling. Sehr gerne. Du brauchst auch ein bisschen Luft. Ja, dann mache ich mal eben das Fenster auf und du machst es dir schön bequem. Ja, ich komme sofort. Sollte es ziehen oder so, aber hinten ist eigentlich alles zu. Sagst du Bescheid, okay? Von euch auch, ne? Sagt ihr Bescheid, wenn es zu kalt wird. Super. Ja gut, dann würde ich sagen, wir waschen jetzt deine Haare und dann legen wir los. Ganz in Ruhe. Gut? Alles klar. Dann komme ich mal rum und du legst deinen Kopf schön in das Waschbecken. Ganz vorsichtig, damit du es ja bequem hast. Gut? Rutsch mal bitte mit dem Popo ein bisschen nach vorne. Dann wird es etwas bequemer. Genau. Und jetzt vorsichtig den Kopf nach hinten in das Becken. Ich halte dich fest. Prima. So geht's. Super. Dann lege ich mal los und wasche dir ganz entspannt die Haare und massiere dir ganz sanft die Kopfhaut. Übe mit meinen Fingerkuppen schön Druck aus, damit du ein richtig wohlig entspanntes Gefühl bekommst. Ja, gut. So.
geht es so von der Temperatur? Prima, klasse. Ah, das riecht toll, ja, da hast du recht. Ah, du hast aber richtig lange Haare gekriegt, Mann, Mann, Mann. Ja, so. Komm mal ganz vorsichtig hoch. Ja, ich hab. Ja. So. Dann lass doch mal schauen. Hallo, Venox. Ist es wieder soweit? Ja? Mein Gott, die Zeit vergeht. Ja, die liebe Lena ist für dich heute da. Genau. Wie immer, ne? Ja. Setz dich doch mal eben kurz ins Warteeck. Schnapp dir eine Zeitung. Oder hör einfach dem wunderschönen Vogelgezwitscher zu. Die Lena kommt sofort. Ja. Okay, schön, dass du da bist. Freue ich mich. So. Gleich, wenn das Wetter so schön ist, ne? Dann sind die Menschen wieder draußen. Ich finde das herrlich, wir brauchen das auch jetzt, ne? Es wird Zeit langsam. Vor allen Dingen vor 3-4 Tagen hat es ja echt noch geklatscht draußen. Geregnet wie aus Eimern. So. Lass doch mal schauen. Bisschen kommt natürlich schon was runter, ne? Aber du bist ja eigentlich so entspannt wie ich, was das Schneiden der Haare angeht. Hauptsache, du gehst zufrieden hier raus. Ach, hast du schöne lange Haare. Super. Dann legen wir mal los, ne? Ja, das ist so die längsten, also vorne die vordere, eigentlich ja Ponypartie, du hast ja gar kein Pony mehr, wie ich. Doch, dass die schon ruhig bis hier gehen und dann schön von hinten runter, genau. Und den Nacken mache ich dir ein bisschen franzelig. Genau, wie in dieser Fernsehsendung. Gut, alles klar. Ich fange hinten an. Du legst deinen Kopf ein bisschen nach vorne, damit nachher im Ergebnis, wenn du den Kopf wieder gerade hast, die unteren Haare nicht hervorlugen. Gut? Diese erste geschnittene Strähne gleiche ich die anderen an. Kommen wir eben auf die andere Seite.
kommst ja sonst auch relativ regelmäßig und machst auch nicht so viel, ne? Mit Styling-Produkten und Tupieren, Pipapo. Genau. Färbst die ja auch nicht, dann leiden die auch nicht so, ne? Hübsches Mädchen, muss man ja mal sagen, ne? So, jetzt muss ich die mal eben vors Gesicht kämmen, damit ich eine gleiche Länge bekomme, gut? Oh, wieder Palaver draußen. Aber da hat man ja nicht immer Einfluss drauf. Ne? Manche Menschen können einfach nicht leise reden. Die müssen einfach brüllen. Aber da stören wir uns nicht dran. Ne? Die Vögelchen sind so schön am Zwitschern. Mal eben prüfen, ob beide Seiten gleich lang sind. Ja, super. So, ich bürste die noch mal eben durch. Dann schneide ich sie die hinten noch schön fransig. Schneide in die Spitzen rein, das wirst du gleich sehen. Und dann fällt das nachher auch richtig toll. Geht's ans Fransig schneiden. So, ach, die fallen schon ganz anders. Super schön. Das muss immer ganz akkurat sein. Ne? Sieht ja auch blöd aus, wenn da so ungleiche Haarsträhnchen da rausgucken. Ne? So, das muss schon gerade sein. Gibt nichts Schlimmeres, ne? Wie so kleine herumfliegende Härchen, die im Gesicht kitzeln. Ja, genau. So, im Nacken noch mal ein bisschen.
kommst du überhaupt her? Ach, du warst auf Toilette. Ach, deswegen habe ich dich gar nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Gut. Die liebe Dira schneidet dir die Haare. Ja. Ja, irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf. Mhm, genau. Ja, dann lass dich mal schön verwöhnen, lieber Mathis. Ja. Genau. Ach, da ist ja auch die Frau Hoppner. Hallo Petra. Ach, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, hast ja viel zu tun, ne? So viele Friseurläden, die du kontrollieren musst, ne? Muss ja alles laufen, sonst gibt es Ärger von oben, ne? Ja. Aber du siehst echt gut aus. Warst du im Urlaub? Oh, schön. Ja, ist doch gut Farbe. Herrlich. Ja, wenn ich gleich fertig bin, gehen wir mal ein Käffchen oder einen Tee hinten trinken oder setzen uns auf die Terrasse mal eben, ist ja herrlich draußen. Dann können wir auch nochmal über die Papiere quatschen, über den Laden, ne? Ja, komm, wir sehen uns so selten. Die paar Minuten müssen drin sein, gut? Alles klar. Bis gleich, Liebe. So, mal schön den Nacken auspinseln. Prima. Oh, das sieht wirklich richtig süß aus. Kannst du gleich mal gucken. Mhm. Ich gebe dir gleich noch mal einen kleinen Spiegel. Dann kannst du es auch von hinten besser sehen. Mhm. So. Ein bisschen Haarspray noch. Genau. Gerne. Da kann man nochmal so einzelne Strähnchen frech ziehen. Ne? Mhm. Genau. Wenn man schon so eine große Veränderung jetzt hat, dann finde ich, sollen die Leute das auch sehen. Und du auch. Gell? So. Und dann schau mal. Ich halte noch mal den Spiegel hinten, dann kannst du es auch noch mal von hinten betrachten, okay? Genau. Muss dein Kopf ein bisschen wenden, dann siehst du es etwas besser. Ich helfe nach mit dem Spiegel. Gut. Kannst du ruhig mal mit den Händen vorsichtig reingreifen. Fühlt sich komisch an, so wenig auf einmal in der Hand zu haben. Das glaube ich dir. Gefällt es dir denn gut? Ja, gefällt dir gut? Schüttel dein Haar für mich. Das steht dir auch wirklich gut. Ich würde sagen, ganz ehrlich, Liebe, lass sie wieder länger wachsen. Aber dem ist wirklich nicht so. Aber du musst es ja auch selber fühlen. Und das tust du ja auch, ne? Okay, Liebe. Dann sind wir auch fertig. Ja? Die liebe Lena wartet vorne auf dich. Genau. Und wenn sie mit dem lieben Lennox fertig ist, mit der Beratung, dann rechnet sie bei dir ab. Gut, kannst dich in Ruhe fertig machen. Dann ist sie auch für dich da. Alles klar, meine Liebe. Okay. Bye, bye. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss, Venox. Bis bald. Ja. Freue mich. Sieht super aus. Ja. Klasse. Tschüss.